Yo sabía, sí, por eso no me lo trajeron. Los colombianos hemos sido víctimas y victimarios muchas veces de este gran conflicto. Estas experiencias, escuchar también otras experiencias, nos va a permitir entender con facilidad nuestro propio conflicto. Ja, die Arbeit mit diesen internationalen Workshops in Kooperation mit Justitia et Pax hat vor ungefähr 8 Jahren begonnen. In einer Phase, als wir im zivilen Friedensdienst die ersten Jahre erfolgreich hinter uns hatten. Und dass wir gesagt haben, wir müssen und können jetzt mehr an unserem Profil als katholischer Träger im zivilen Friedensdienst arbeiten. Und das heißt, wir sind dort ein Akteur der Friedensförderung und nicht nur ein Personalvermittler, ein Personaldienst der Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollten auf gar keinen Fall einfach eine akademische Konferenz machen, wie wir sie so viele machen. Das hat alles seinen Platz und seinen Wert. Aber wenn es um die Frage von Versöhnung geht und um gewaltbelastete Vergangenheit, Verwundung, Verletzung, Trauma, da geht es um Identität von Menschen. Und wenn es um so etwas geht, muss man einen Moment der Begegnung drin haben, in dem die Würde der Menschen in der Beziehung zu den Menschen sitzbar wird. Als wir mit Justitia et Pax, mit Jörg Lühr zusammengearbeitet haben an Fragen der Vergangenheitsarbeit, Traumaarbeit in einer Arbeitsgruppe, und eine der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe war eine Empfehlung, Erfahrungen mit spezifischen Workshops, die eine starke Exposure-Komponente hatten, in Europa zu öffnen und sich dem Dialog und dem Austausch mit Partnerorganisationen, mit Kirchen außerhalb von Europa stärken. Und wir erhoffen uns von unseren Kolleginnen und Kollegen, nicht nur von Kolumbien, sondern auch von der Ukraine, von Serbien und den anderen Ländern, Ideen zu bekommen, wie wir unsere Herausforderungen im Südsudan bestehen können. I think from the solution that we discuss can be brought back to my country in order to apply the same things in the country. I'm not going to talk about people, we are going to meet people. We talk with them. We are not going to talk about dialogue. We try to dialogue. At the end of the day, it's about personal involvement. I guess this is very important. If we talk about reconciliation, this is not just a matter of techniques, social engineering. At the end of the day, it's a matter of our very personal identity. And if you like to do something sincere with identity, you have to bring yourself in. Es geht nicht so sehr darum, dass wir hier Antworten finden, sondern es geht darum, dass wir bessere Fragen entdecken, dass wir unsere Art des Fragens weiterentwickeln, dass wir sensibler werden, dass wir tiefer reinblicken. Und wenn wir hinterher mehr Fragen haben als vorher, dann ist dieser Workshop ein Erfolg. Diesmal ist die Konfliktsituation besonders komplex. Was auch besonders ist, ist die enorme Präsenz der katholischen Kirche in diesem Thema, im Land, in der Versöhnungsarbeit. Das Herz des Workshops sind die Begegnungen mit den verschiedenen Akteuren in Kolumbien. Ihre Erfahrungen, ihre Geschichten sind der Schlüssel zu unserem Verständnis der Verhältnisse in diesem Land. Von daher machen wir uns mit 4 verschiedenen Teams auf den Weg in unterschiedliche Regionen des Landes, um dort Opfergruppen unterschiedlicher bewaffneter Kräfte zu treffen. Ja, es geht heute Abend erstmal nach Medellin. Das ist im Wesentlichen aber ein Zwischenstopp, um dann morgen früh nach Quibdó zu fahren. Quibdó hat eine besondere Signatur, die afrokolumbianische Signatur. Das heißt, wir stoßen auf ein Stück lateinamerikanisches Afrika. Das Interessante an der Community in Quibdó ist, dass sie selber keine bewaffneten Kräfte ausgebildet haben. Weder Paramilitärs noch Guerilla, sondern die haben selber im Grunde genommen im Wesentlichen die Gewalt erfahren. Und es ist eine ganz andere Stimme, als man sie hier in Bogotá hört oder in Cartagena oder auch in Cali. Okay, yeah. Under our cotton right.
Este lugar de memoria tiene mucha trascendencia. Significa también para nosotros la búsqueda de una verdad jurídica. A judicial truth, a legal truth. Porque durante mucho tiempo, because for many years, se ha negado la verdad. Ese es el papel. El hermanito está por allá. El desplazamiento, mi papá murió. Lo vinimos de La Grande, llegando a Villa Curva de Lo Fuerte. Allí le cayó el derrame. Y llegando aquí a Quindó, aquí en Quindó murió. A causa del desplazamiento, porque él sufrió mucho ese desplazamiento. Tocó luchar, la guerrera la dura, pero ahí voy. Como víctima, as a victim, en el 2010, in 2010, me asesinaron un hijo. One of my sons were assassinated. La verdad es que he hecho mucha gestión y todavía no he visto ningún resultado. I have done a lot of run around and I have not seen any result. Fui torturado. I was tortured. Also es ist halt wirklich einfach was anderes, wenn man einfach die Geschichten nur hört oder im Fernsehen sieht und man jetzt hier wirklich den Menschen gegenüber sitzt, die Emotionen sieht, den Schmerz in den Augen sieht, im ganzen Körper quasi sieht, wie die Menschen leiden, wie Leute ihre engsten Verwandten, ihre Kinder verloren haben. In dem Augenblick, wo auch unsere Leute angefangen haben, Gesicht zu zeigen, ihre Geschichten zu erzählen. In dem Augenblick veränderte sich die Atmosphäre. Persönlich fand ich die Frage, die Claudia mitgebracht hat aus dem Südsudan, fantastisch. I should ask you a question. Que debía hacerles una pregunta. And the question is. Y la pregunta es. In your darkest hours, how did you proceed? Man merkt, dass wir in den verschiedenen Kontexten an gleichen Fragen arbeiten und dass es wirklich Sinn macht, weil wir uns gegenseitig ermutigen. Gut zu sehen, dass sie sich jetzt treffen, auch von verschiedenen Repräsentantengruppen und dass es ja, Hoffnung gibt, auch wenn der Konflikt nicht vorbei ist, dass doch darüber gesprochen wird und dass sie versuchen, sich zu organisieren und ihre Rechte einzufordern, ist etwas, was mich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt, weil ich das auch von Cali aus unterstützen möchte. Oftmals unterstützt
unterschätzt und oftmals wird ihnen auch gerne ausgewichen, die Akteure der Gewalt. Wir werden daher mit unseren Teams sowohl ehemalige Offiziere der kolumbianischen Streitkräfte als auch Vertreter der Paramilitärs sowie der FARC und der ELN treffen. Also Erwartungen habe ich keine. Ich bin ein bisschen angespannt, neugierig, weil ich Menschen treffen werde, die eine vollkommen andere Lebensgeschichte haben. Und ich auch nicht weiß, wie wir in Kontakt mit ihnen treten können. Ja, wie man hier im Hintergrund sieht, stehen wir vor dem größten Gefängnis in Kolumbien, in Bogotá, dem Picota. Und wir wollen heute, wir nennen es Akteure der Gewalt, treffen. Das wird sehr spannend. Man merkt es jetzt schon im Vorfeld, wie schwierig es für manche ist, nach der Begegnung mit den Opfern gestern, sich heute mit den Tätern zu befassen. Ich bin gespannt. Ich versuche einfach offen zu sein. Und ich erwarte, dass ich so für mich ein neues Bild bekomme, weil ich es natürlich vergleiche mit meinen Erfahrungen in Gefängnissen in Ruanda oder auch in Deutschland. Werde ich fähig sein, einen Dialog zu führen oder wird es einfach eher so ein offizielles Meeting sein? Und ja, ich wünsche mir eine Begegnung. Dann sind wir eben reingegangen, dann wurde uns mitgeteilt, ja, eigentlich können wir nur eine Gruppe treffen. Also geplant war, dass wir Vertreter der FARC treffen und also Vertreter der Paramilitäres treffen. Nach mehreren Hürden, Innenhöfen mit hohen Zäunen, vielen Hunden, viel Polizei, die herumgegangen ist, sind wir letztendlich in der Kapelle, das war eine riesengroße Kapelle, gelandet und dort haben wir uns einmal selbst organisiert. Wir wussten nicht genau, wie viele Leute jetzt da kommen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass 25 Repräsentanten der FARC kommen und wir haben uns dann in Gruppen aufgeteilt, Plastiksesseln in einer Runde aufgestellt und waren sehr gespannt, wer da kommen wird. Meet the FARC guerrillas. This is a group I have read about for many decades, but I would never have dreamt that I would get a chance to actually talk to them. Of course, coming from Sri Lanka, I know that when you engage in violence, you go on a path that you did not intend to go. And we did not talk about that with the guerrillas, because we went there to listen to them. We had a very short time. They are the ones who are now suffering. They are in prison. Some of them are in prison for 10, 20 years. They mentioned, for example, the situation here is not always good. They don't have a lot of access to information. They don't have a good health system in the prison. There's a lot of corruption, they mentioned. They are very good observed, and so they have to take care. I guess there were three waves. The first wave was the ideological waves, providing a narrative in a very autistic way, not answering to any question of us. And in the second wave, they came closer, but it was very important to them not to leave the group. And at the end, we could see, well, some horizon of something new. Personally, this was very touching for me. The answer to the question, would you recommend your children to pick up the weapons? And they were just, all of them, of course not, no. I felt that there was a lot of support and lots of hope for the peace process, and that was really astonishing for me. At the same time, they have like lots of fear because they see that the state or the government is not accomplishing the things which they offered. When all this hope they have, the government doesn't respond, so then that hope will die, and they risk everything, that is, even their life for this. So when they see that there are no response from the state, they might integrate themselves in other armed groups. Y termino diciendo que la iglesia y las organizaciones sociales de cooperación tenemos un gran reto. Es no dejar morir las esperanzas de estos hombres y mujeres. Hay muy poca credibilidad en el gobierno actual y en sus políticas. Y no falta quien lo tilde de corrupto. Hay mucho miedo porque no sabe uno qué pueda pasar. Hay presiones de todas partes, de los partidos, de las milicias o grupos al margen de la ley,
La misma FARC ya conocemos, está muy a la expectativa de lo que pueda pasar. Una de las formas de poderle bajar a esta polarización es que el gobierno comience a tratar de la misma manera que está haciendo con las FARC, reduciéndolas en su poder, que lo haga también con los grupos paramilitares. Pero si no escuchas a los responsables y los responsables no dicen la verdad, no vamos a conocer las causas del conflicto. Creo que hay que hacer una memoria histórica muy equilibrada y ese equilibrio implica un diálogo social entre víctimas y victimarios, pero un escenario donde la sociedad los escucha a ambos. Que eso lleva justo a que la memoria sea un mecanismo de sensibilización para la sociedad en pleno. The best option for Colombia, in my opinion, is it's not just listen to the victims. I think has to be tackled in the elites also. So when you talk about the peace, we don't just talk about the, in the rural area those who are victims, because they are powerless. They don't have power to talk about the peace. Of course, they share the experience, but I think we have to invite the elite or the political party to involve in the thinking, in the perspective of peace, because the source of the conflict comes from the elites. Also die Gruppen besuchen heute unterschiedliche Akteure des Friedens, so nennen wir das, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich in unterschiedlichen Zusammenhängen mit der Frage des Friedens, Umgang mit Opfern, der Erinnerung beschäftigen. Unsere Gruppe heute geht zu Rede pour Paz, einer Menschenrechtsorganisation, die hier einen recht guten Ruf hat, die auch schon einiges riskiert hat. Ich bin sehr, sehr neugierig, von den Kollegen und Kolleginnen zu hören, was ihre Erfahrungen sind, ihre Sorgen, ihre Perspektiven, welche Botschaft sie uns schlicht auch mitgeben. Las alianzas necesariamente convocan el diálogo entre organizaciones sociales, iglesias, Estado, empresas y otros actores relevantes. Die Begegnung mit den Akteuren der Versöhnung ist ein Ausdruck der Solidarität und dient dazu, aus ihren Erfahrungen, ihren kleinen und großen Erfolgsgeschichten und ihren Herausforderungen zu lernen. Für die Teilnehmenden aus den verschiedenen Kontexten ist dies auch ein wichtiger Moment der Stärkung und Ermutigung für ihre eigene Arbeit. The fundamental condition has to be the commitment to give up arms, because otherwise you can't build trust. People will not negotiate with someone who's holding a gun under the table. And that was something that was widely recognized in Ireland, and that was why the vote in the nationalist population for Sinn Féin was a vote to give up arms. That was recognized by the IRA and it was followed through with a commitment. The first point has to be that commitment. That's already very difficult, but what is much more difficult and where we still struggle is for people from both sides of the divide, both sides of the conflict, to articulate a common vision for the future. And that's what we don't yet have for Northern Ireland. I think the biggest challenge at this moment is the murderer and the victims are still alive. And those who are in power at this moment, they are also, some of them are involved in the crime in the past. So when you talk about reconciliation, it's very, very challenging, because the pain that people face, I myself have that experience, it's not easy, because I think when you talk about reconciliation, it should consist of, you know, forgiveness, justice and peace. Dans des pays qui ont connu la guerre, la tendance souvent, surtout pour les gens qui ont beaucoup souffert, c'est de d'abord courir derrière les gens qu'ils pensent être les auteurs de leurs crimes. Malheureusement, j'ai constaté à partir de mon pays,
Si on poursuit les personnes, mais sans changer le système, ça ne mène à rien. Ça peut apporter une accalmie pour quelques années, mais justement, au Burundi, par exemple, on a connu des cycles de violence. Il y a eu des moments forts où on a connu des violations massives des droits de l'homme. In 1989, the world suggested, okay, don't do Nuremberg 2. I remember that. Many people from the West warned us, no, don't try to organize such. Just forget about. Forget. Let's start new life from the very beginning. No, it's impossible, because the non-repented and not non-punished crimes become the seed of new crimes. And we experienced that in Ukraine several times. And the whole world has the same experience. So we don't just talk about reconciliation, we talk also about the forgiveness, peace and justice. So the message that I got is, times cannot heal the wounds. I think healing takes times. And one thing is also another thing is, forgiveness is a grace. So I think we have to be patient and wait, and until the time comes, then we are ready to face it.